wunderschönen guten Morgen, Leute. Es hat einen Grund, warum ich grinse. Gut, ich grinse öfter, aber ich sehe wieder die 74. Das ist jetzt wieder so ein kleiner Erfolgserlebnis. Ich habe mit, ich zeige es euch ja mal kurz hier, als ich vom Urlaub zurückgekommen bin, mit 78,2 angefangen. Ich hoffe, ihr seht es. Ups, Kamera ist kurz ausgegangen, mit 78,2 angefangen und heute, ja, war mal wieder die 74 zu sehen. 74,9, die war schon mal kurz da, am 1.2., jetzt am 10.2. wieder. Ja, es ist halt ein Up und Down. Viele Leute, die machen halt den Fehler, die stagnieren ein paar Tage und zack, und ändern sofort was. Macht es nicht, das sage ich auch immer zu meinen Kunden, die die Ernährungspläne bei mir machen. Und meistens erledigt sich das von selbst. Und wenn nicht, ich sage immer, nach 14 Tagen, wenn es wirklich da stagniert, dann kann man was machen. So, heute ist kein normaler Tag, sage ich jetzt mal. Ich zeige euch jetzt mal, was ich so esse, ja. Es wird nicht viel sein oder nicht oft. Ich werde jetzt nur zweimal was essen oder, ja, okay, dreimal. Ich habe heute Schule. Ich zeige euch mal die. Wir haben jetzt 13.45 Uhr. Ich habe noch nichts gegessen. Ich werde mir dann jetzt erstmal einen Kaffee ziehen, mein Gerstengras trinken, Standard, was ich halt morgen so trinke. Guck mich dann an den PC, check da die Sachen ab und ich lasse dann immer etwas Zeit vergehen, bis ich die erste Mahlzeit esse. Das wird dann ungefähr meine Post-Workout-Bombe, nur dass ich diesmal keinen Whey reinhau. Ich mache dann einfach Geschmacksstoffe rein, entweder Flav Drops oder da gibt es ja auch diese Flav Pulver, die sind ganz günstig. Diese zum Beispiel Chocolate Smooth Flavoring, die kosten auch nicht viel. Es hat einen Grund, ich will nämlich heute mal solche Protein-Pancakes probieren mit Kokoswasser. Ja? Und ich will es ja mit dem Protein nicht übertreiben. Deshalb, das heißt, ich hau mir nur so Pancakes rein zu dieser Post-Workout-Bombe. Und dann habe ich Schule. Und dann fahre ich zur Schule. Und von der Schule aus muss ich dann zum Subway fahren, weil ich danach direkt auf die Arbeit gehe. Das heißt, ich fahre zum Subway, esse dann dort einen Sub und nehme noch einen Sub mit auf die Arbeit. Manchmal geht es halt nicht anders, ja. Ich habe keinen Kühlschrank im Auto. Klar, Temperaturen sind etwas kühl, aber ist schon wieder ausgegangen. Temperatur, ja, aber ich will es nicht riskieren, dass das Essen irgendwie kaputt geht. Und deshalb weiche ich halt auf solche Möglichkeiten aus. Das geht natürlich. Das könnt ihr auch in der Diät machen. Das mache ich wirklich auch. Sogar einmal die Woche sogar. Wenn der Fall ist, dass ich Schule habe und direkt danach noch auf die Nachtschicht fahre. Und dann läuft es halt bei mir so ab. Ich esse dann hier ein Mehl, fahre dann zur Schule, von dort aus zum Subway, esse dort einen Sub, nehme einen mit und esse dann nachts nochmal einen. Gut, zur Schule werde ich nicht mitnehmen. Ich habe, wie gesagt, das kriegt ihr mit, kaum noch Zeit. Aber ich verspreche euch, wenn alles rum ist, ändert sich hier einiges auch in dem YouTube-Channel. Das wird dann mehr so wie bei Snapchat auflaufen. Jeder, der mich auf Snapchat verfolgt, der hat genug zu lachen. Und ihr wisst, was ich meine. Das wird dann allgemein so ein Lifestyle-Channel. Aber, wie gesagt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, weil die Prüfung muss erstmal rum und dann habe ich auch einen freien Kopf. Wer mich noch nicht auf Snapchat verfolgt, checkt's mal ab. Ihr werdet einiges zu lachen haben. Und jetzt gibt es erstmal was zu essen. Es gibt jetzt nichts zu essen, ja. Ich habe zwar jetzt meinen Magen gefüllt, indem ich hier das Gerstengas trinke, habe mir noch Kreatin rein. Zu den Subs, das komme ich dann mal in einem separaten Vlog von dieser Reihe, weil ich will das nicht alles immer in einem Video packen. Kaffee haue ich mir jetzt rein, das Gerstengras habe ich mir reingehaut und dann gehe ich hoch ins Büro, verweile mich dort mindestens eine Stunde und dann wird erst gegessen und ich zeige es, ich habe jetzt schon, ihr habt ja die Uhr gesehen, wir haben 13.49 Uhr und habe jetzt schon 1650 Kalorien verbrannt, das ist schon eine Menge, ja. Für das, dass ich jetzt im Bett gelegen war, aber ich bin halt um 7 Uhr morgens erst ins Bett gegangen, da ich ja nachts arbeiten war. Leid, Leute, irgendwas steht mit der Cam nicht. Ja, um 7 Uhr bin ich erst ins Bett gekommen, das heißt, Tag fängt ja ab 0 Uhr an, deshalb habe ich jetzt schon so einen höheren Verbrauch. Also, bis später.
auch eine Körperfettmessung machen, aber das habt ihr wahrscheinlich, ich denke, ja, das wird dann das letzte Video gewesen sein. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut einfach die vorherige Folge an. Ich zeige es euch jetzt mal, wie es aussieht. Das sind 14,1% Körperfett. Ja, für manche mag das wahrscheinlich weniger aussehen. Aber, ja, das täuscht halt wirklich, weil ihr müsst halt immer den gesamten Körper betrachten. Und bei mir ist einfach das meiste Fett ist an den Beinen, ja. Mal schauen, ob man das so sieht. Ihr seht, hier ist überhaupt keine Definition drin. Gut, aber ich bin jetzt eh benachteiligt mit den Beinen. Aber trotzdem, das ist keine Ausrede, weil es war schon immer so. Aber ich trainiere ja auch kein, ich kann ja keine Kniebeugen, kein Kreuzheben, keine Beinpresse mehr machen. Ich fange erst wieder nach der Fibo damit an. Ja, bis dann. Jetzt, ihr könnt mal schauen, 16 Uhr, jetzt frühstücke ich erst. Gut, natürlich habe ich, da ich jetzt im Defizit bin, mir auch BCAAs reingehauen heute Morgen zu meinem Drink. Aber wie gesagt, ich verzichte jetzt hier auf Whey, weil ich mir diese Pancakes mal austesten will, habe ich noch nie. Und werde hier einfach solchen Geschmacksstoff reinmachen. Aber ich denke, mit Süßstoff wird das auch gehen, aber ich verzichte sonst nie aufs Whey. Das ist jetzt nur eine Ausnahme, ja. Das ist aber eigentlich auch der Grund, warum ich sonst immer Whey nehme. Es ist zwar auch schon cremig und so, aber mit Whey ist es halt nochmal eine Nummer krasser. Die Konsistenz, aber so mit dem Mixer geht eh alles klein, also da braucht man sich keinen Kopf zu machen. Ich will nie verzichten, egal Diät oder Aufbau, auf Superfoods. Also hier auf meine Kokosflocken, Goji-Bären, hier habe ich noch Blütenpollen drin, Chiasamen sind auch immer dabei. Ich lasse heute zum Beispiel Nussmus weg, das hat mir einfach zu viel Kalorien. Da ich die zwei Subs noch essen will, muss ich halt irgendwo Kalorien einspenden. Ihr dürft auch nie 1:1 was übernehmen, wenn ich meine Post-Workout-Bombe mache. Ihr könnt die nicht 1:1 nachmachen. Das ist für die meisten wahrscheinlich zu viel. Deshalb müsst ihr immer alles für euch anpassen. Eigentlich jedes Mehl. Anders klappt es leider nicht. Ey, das hat sogar wirklich geklappt. Ihr seht, da ist nichts angepappt, wie geil. Ich bin sowas von überrascht und happy. Naja, schauen wir mal. Hol ich das Ding jetzt raus. So, jetzt habt ihr mal gesehen, außer diese zwei Subs, die ich noch gegessen hatte. Ja, die habe ich ja dann nachts gegessen, also nach der Schule. Zwischen der Schule und der Arbeit habe ich einen Sub gegessen. Das war eine, wie heißen die? Chicken Breast, also Hühnchenbrust, und das zweimal, genau, ohne Käse, also gar keinen Käse genommen. Und welche Soße war das? Diese Honey Mustard Soße, ja, das ist halt alles Low Fat, passt optimal rein. Ja, und ihr habt ja auch gesehen, diese Pancakes, da gibt es nochmal ein extra Video, wie ich das Ganze anrichte. Da waren sogar Matcheldatteln drin und Kokosflocken. Aber ich wollte das Video nicht zu lang machen. Ich wollte euch das Video zeigen, dass ihr halt, ihr müsst halt eure Ernährung, eurem Alltag anpassen. Ich kann nicht jeden Tag dasselbe essen. Das geht nicht, ja. Allein vom Verbrauch schon nicht. Oder manchmal wollt ihr euch da was gönnen. Ich will nicht, also ich will mir nicht zu viel Verzichte machen. Macht ihr euch das nicht, dann quält ihr euch nur in einer Diät, ja. Jener, wo immer dasselbe isst, der kann ja gar nichts aus der Reihe essen, ja. Geht ja dann nicht, weil ja seine Makros voll sind jedes Mal. Und seine Kalorien, aber jemand, der dann so ein bisschen strategisch, sage ich jetzt mal, vorausschauend, der weiß, ah, heute Abend da diese zwei Subs, dann spare ich hier wieder ein bisschen was ein, hier spare ich was ein, ah, da ich will noch Pancakes essen, okay, dann lasse ich hier das Whey noch weg, rüber geschoben, dann passt wieder, ey, ich quäle mich keinen Meter, macht dasselbe, Leute, wir sehen uns, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, wir sehen uns.